Baby Bikini. Nötig eine Häkelnadel, Stärke 2. Dann habe ich weiße Baumwolle. Wir schlagen an 20 Maschen, Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. So, wir häkeln. So wie hier ein Dreieck mit Stäbchen und werden an den Seiten, nehmen wir immer ab und werden immer spitzer, bis 2 Stäbchen übrig bleiben. So, 20 Luftmaschen, 1, 2, 3, in die vierte Luftmasche rein und ein Stäbchen. 1, 2, 3. Bis die Luftmaschen alle voll sind, zu Ende häkeln und an den Seiten weniger werden. Stäbchen häkeln. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist ein Babybikini. Das Oberteil. Auch schon ans Ende. Haben wir alle Luftmaschen mit Stäbchen gefüllt. Jetzt drehen wir einmal um, machen eine Luftmasche, drehen um, machen eine feste Masche und eine halbe feste Masche und ziehen 1, 2, 3 Luftmaschen und häkeln mit Stäbchen die Reihe zu Ende. Ich habe Baumwolle genommen, damit es nicht so juckt. Das ist schön geschmeidig fürs Baby. So, dann bleiben übrig 2 Stäbchen hier am Ende, die wir
häkel ich dann nicht und drehe dann mit einer Luftmasche einmal um. So sieht man an den Seiten schon, dass es spitzer wird. Dann erstes Stäbchen eine feste Masche, zweites machen wir eine halbe Masche und dann gehen wir in die dritte und machen noch eine halbe. 1, 2, 3 Luftmaschen und häkeln dann weiter. Sind an den Seiten ein bisschen weniger geworden. Das häkeln wir dann bis zum Schluss. An beiden Seiten nehmen wir dann immer weniger, bis wir dann zwei Stäbchen übrig haben. So wie hier. Immer an den Seiten weniger werden, auf beiden Seiten, bis zum Schluss zwei Stäbchen übrig bleiben. Und dann machen wir hier die Umrandung mit einer rosa Farbe. Und zwar auch Baumwolle. Da mache ich feste Maschen. 1, 2, 3 feste Maschen. 1, 2, 3 Luftmaschen. Gehe in die gleiche Luftmasche wieder rein und habe hier so ein Kügelchen. Und weiter. 1, 2, 3 feste Maschen. 1, 2, 3 Luftmaschen in die gleiche wieder rein. Und dann haben wir hier solche kleine Kügelchen. 1, 2, 3. Und so, dass denn wir hier alles drumherum umranden. Dann hat man beide Bikini-Teile soweit fertig und näht sie dann noch zusammen. Das zeige ich dann, wie das funktioniert.